muss ich es nicht im Kopf behalten. Okay, also hallo Martin. Wir wollten uns ja in der Woche jetzt, wo es im MOOC ein bisschen ruhiger ist, mal treffen und darüber diskutieren, was bislang eigentlich rausgekommen ist, was für so eine Halbzeit vielleicht mal ganz gut ist und vielleicht auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen Luft hat, mal aufzuatmen an den ganzen Diskussionen, mal ein bisschen zurückzublicken. Und wir haben auch gesagt, wenn wir schon so ein Gespräch führen, dann machen wir das jetzt nicht nur bilateral, was sicher auch sehr nützlich gewesen wäre, sondern wir zeichnen das einfach mal auf und stellen das dann auch der ganzen Corporate Learning Community zur Verfügung. Also wir wollen das Learning einfach. out loud sozusagen, genau. Ja, genau. Und vielleicht machen wir es so, dass wir erstmal so ein paar Themen sammeln. Vielleicht machen wir dann nachher auch gleich ein Whiteboard auf, was wir besprechen wollen. Und dann steigen wir einfach mal in die Diskussion ein. Also was hast du an Themen, was dir jetzt in den vergangenen 4 Wochen aufgefallen ist? Also ich hatte mir jetzt drei Sachen notiert unter Überschriften, jetzt in keiner besonderen Reihenfolge. Von der Otto-Bock-Woche, die ich ja mitbetreut hatte inhaltlich und wo ich halt stärker eingebunden war, habe ich das mit den Personas zurückbehalten. Das war mir persönlich auch sehr wichtig. Das heißt, eigentlich steckt dahinter ja die Umpolung des Blicks. Also wenn wir über Lernen in Unternehmen nachdenken, ist der erste Schritt eigentlich umzupolen von den Wünschen, die man als Unternehmen hat, wo man sagt, die Leute sollten aber X lernen und Y und irgendwie wünschen wir uns mehr Beteiligung. Umpolen zu den Leuten selber. Ne? Alle diese Menschen, die einzeln an ihren Arbeitsplätzen sitzen, und das ist ja das, was wir als Internetmenschen vom Internet gelernt haben, dass man das tun kann und tun muss, wenn man Okay. irgendetwas bewegen will. Lass uns erstmal Jetzt sind Themen alle Leute, sammeln. genau, jetzt Das sind machen alle wir. Leute an den Arbeitsplätzen mit diesen Personen, und unsere Aufgabe ist es, praktisch ihre Perspektive einzunehmen. Und das Okay. sind viele Perspektiven und das ist schwierig. Und das war das Thema der Personas, also Design Thinking Prozess ja auch. Und wie geht der genau? Zweite große Überschrift war Mindset, ist mir aufgefallen. Also das heißt, es hat sich die Diskussion konzentriert sich immer wieder neu um diese Aufbruchsstimmung, um wie erzeugt man diese Change-Stimmung, wie erzeugt man eine andere Haltung der Leute. Das ist allerdings ein bisschen wolkig, ne? Das hat immer so ein, hat diese Eigenschaft von Change-Konferenzen, wo sich alle gegenseitig versichern, dass man grundsätzlich anders denken soll, aber die wirklichen Herausforderungen an Arbeitsplätzen oder in den Prozessen sind dann meistens nochmal von ganz anderen Faktoren mit beeinflusst. Und das Dritte wäre verwandt damit, wäre Performance Support, also Corporate Learning einfach wirklich tatsächlich von dem jeweiligen Arbeitsplatz wieder denken und sich zu überlegen, wie passt das in den Arbeitsprozess und wann müssen die Leute aus dem Arbeitsplatz Prozess herausspringen, um zu lernen. Also wo ist die kritische Grenze, wo sich Lernen wie dramatisch Lernen anfühlt, jetzt wo die Menschen merken, oh, jetzt muss ich Zeit investieren, jetzt ist es jetzt unbequem, jetzt habe ich auf einmal zu viel zu tun. Das ist sozusagen der kritische Moment der Lernprozesse. Vorher lernen sie ja sozusagen in ihrem Workflow. Das müsste man auch irgendwie modellieren und auch das kommt mir alles ein bisschen bis jetzt zu kurz. Also Okay, wir treten ein bisschen auf der Stelle nach meinem Gefühl. also ich habe auch zwei, drei Themen. Eines haben wir, glaube ich, gemeinsam. Das ist das Thema Enterprise Social Networks. Das heißt, wie Genau, kann man das. im Ja. Rahmen so einer Plattform, wo man darauf arbeitet, auch lernen? Das ist so ein Thema. Dann war für mich ein weiteres Thema. Es wurden ja unterschiedlichste Methoden angesprochen, vorgestellt, ausprobiert. Viele der Teilnehmenden haben ja in ihrem Zielsetzung genannt, sie wollen mal so ein MOOC erleben. Das ist das eine, Methoden, Werkzeuge zum Lernen kennenzulernen, aber da verbirgt sich natürlich dann auch sehr stark immer so ein Thema dahinter. Was passiert denn dann in der betrieblichen Realität? Und das hat vielleicht dann tatsächlich auch was mit dem Thema Mindset zu tun. Also ich schreibe mal rein, Methoden und Mindset. Und dann war für mich noch ein Thema, es soll ja dann am Ende eine Blaupause entstehen, wie Corporate Learning 2025 aussehen kann. Was sind denn so, ja, Themen, To-Dos, wie kann so eine Agenda für die unterschiedlichen Akteure eigentlich aussehen? Wie schreibe ich denn das rein? Akteure und ihre Agenda, das ist noch ein bisschen obskur, aber wenn wir nachher darüber reden, hoffe ich, dass es klarer wird.
Okay, Diese wollen wir die? Phasen wären da auch denkbar, ne? Also wenn wir jetzt behaupten, Genau. dass jetzt 2017 ein Change-Prozess einsetzt und auf irgendeiner Form ist es ja so in der Arbeit und auch wahrscheinlich im Lernen, dann wäre ja die Frage, was für Phasen kann man absehen bis 2025, ne? Also was wären überhaupt die großen Bewegungsmuster, die wir da erwarten und wie man die dann fördern kann, ist dann die zweite Frage. Okay, dann steigen wir doch mal ein. Also Personas habe ich ja ein paar in meinem Kommentar reingeschrieben, dass ich misstrauisch bin, ob Personas so eine geeignete Methode ist von der Herkunft der Personas-Methode, dass es eben doch sehr stark darauf abzielt, Richtungen Massenmarkt, Richtungen ein Produkt zu designen, wo Persona-Methoden durchaus eigentlich auch funktionieren. Auch in der Softwareentwicklung funktionieren sie zum Teil, aber im Lernbereich habe ich da meine Fragezeichen hingemacht. Du hattest vorgeschlagen, das Ganze ein bisschen differenzierter zu sehen. Vielleicht sollte man das nochmal ein bisschen beleuchten. Also ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich, und es scheint mir fatal so zu sein, dass im Moment in diesem Design Thinking Modewelle, die ja berechtigt ist, ne, das ist ja eine gute Verlagerung des Blickwinkels, dass Persona so, wie soll man sagen, das hat so was Verwaschenes, Workshop-artiges bekommen. Ne? Also du schlüpfst mal spielerisch einfach mal in die Rolle von mehr oder minder erfundenen Einzelpersonen und versucht mal exotischerweise das durch ihre Augen zu sehen. Aber die Persona-Methode eigentlich gehört eigentlich zur Softwareentwicklung und zwar zur Internet-Softwareentwicklung faktisch ja. Und ist eigentlich eine sehr strenge Methode, eine sehr aufwendige Methode. Du musst also mit Leuten tatsächlich Interviews führen und das sind dann nicht einfach vier Fragen im Fragebogen, sehr abstrakt, sondern in Wirklichkeit müsste man die Leute wirklich an ihrem Arbeitsplatz beobachten. Also das ist eine sehr, wenn es ernsthaft gemacht würde, ist es eine aufwendige Methode, es macht aber niemand ernsthaft, soweit nach meiner Erfahrung. Ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich, wirklich ernsthaft gemacht worden wäre. Und dann ist natürlich die Frage, die du gestellt hast, wie weit trägt es? Ne? Also auf einer bestimmten Ebene, in der allerersten Anlauf finde ich das sinnvoll. Also ich finde es auch richtig, das zu tun. Aber dann ist die Frage, wie kommt man in den nächsten Schritt? Wie macht man das konkret? Wie kommt man zu den echten Problemen, die echte Menschen an Arbeitsplätzen haben? Das ginge mit Personas. In Wirklichkeit müssen wir uns klar sein, dass Corporate Learning und Corporate Working, dieses New Work mit Internet, ist immer auch Software, wenn du in gewisser Hinsicht, also Software Design. Also eigentlich müsste eine Corporate Learning Abteilung immer sich klar sein, dass sie im Grunde sowas Ähnliches macht wie Software Design, selbst wenn sie die Programme natürlich nicht selber herstellt, sondern irgendwie zusammenstellt und so weiter. Aber dieses Bewusstsein gibt es, glaube ich, zu wenig. Und das ist eine harte Sache und ein hartes Brot und das ist nicht einfach nur lustig und kreativ. Das war mein Gedanke. Also ich denke, es ist nie schlecht, sich mal in die Blickwinkel oder mit den Augen des Kunden auf ein Thema drauf zu schauen. Das ist eigentlich immer positiv. Auf der anderen Seite habe ich jetzt, nachdem du es gerade so geschildert hast, nochmal zusätzlich auch den Eindruck, dass Personas ja einfach auch eine Methode sind, die sehr stark, wie soll man sagen, expertenorientiert und zentralisiert vom Grundsatzansatz sind, dass man sagt, es gibt einfach jemand, der schaut auf die Menge der Mitarbeitenden, der Kollegen im Unternehmen und dann zieht er da die Schlüsse eigentlich draus. Und das hat ja schon ein bisschen was Zentralistisches und viele der neuen Lernumgebungen, der Lernmethoden beruhen ja einfach darauf, dass sie auch den Lernenden stärker mit einbinden, mit in die Verantwortung auch für ihr eigenes Lernen nehmen. Und Personas delegiert natürlich wieder das eigene Lernen an ein paar Personen, die das vorausdenken sollen und eben diese Personas entwickeln. Also. Naja, Personas ist eigentlich immer an Designfragen gebunden und Design in einem sehr strengen Sinn. Also Personas machen dann Sinn, wenn ich Entscheidungen treffen kann, die die Leute sozusagen, die Partizipation ermöglichen oder erschweren. Ne? Also wenn ich keine ganz konkrete Frage stelle, brauche ich keine Personas im Grunde. Also das ist nicht dazu da, um so eine Art buntes Bild zu erzeugen, sondern es ist dazu da, um zu fragen, was kann ich tun, wenn ich Designentscheidungen habe? Und jeder Corporate Learning Stratege hat Designentscheidungen zu treffen. Der muss überlegen, welche Tools ich wie mische, was lege ich den Leuten nahe, was lege ich ihnen genau nicht nahe. Also man steuert Dinge, das ist Design. Und für Designentscheidungen ist die Persona-Methode eigentlich die richtige, aber es ist mühsam, aufwendig und sozusagen teuer. Okay.
machen wir einen Haken mal ran. Mindset. Da hattest du ja verschiedentlich Kommentare eigentlich auch geschrieben, immer wenn es um Kultur ging, um Mindset ging. Vielleicht Ja. führst du nochmal da deinen Hintergrund nochmal ein bisschen aus. Ja, passt zu dem, was ich jetzt schon gesagt hatte. Also ich habe jetzt als jemand, der jetzt schon so lange quasi in diesen Diskussionen dabei ist mit Enterprise 2.0, da kennen wir uns ja jetzt auch schon seit 2000, wann haben wir uns kennengelernt? 2006 oder 2007. Und im Grunde ging es immer um diese Themen. Man hat irgendwie das Gefühl, als würde man auf einer Stelle treten. Ne? Immer neue Aufbrüche, immer neue Leute kommen dazu, laufen denselben Prozess und sagen, ja, wir müssen das alles umpolen, working out loud, ist jetzt im Moment die Parole, die ich vollkommen richtig finde. Design Thinking ist die Parole, die ich auch völlig richtig finde. Aber es gibt immer dieses Aufbruchsding und man versichert sich gegenseitig, wie Lernen wirklich geht, nämlich anders als in Klassenzimmern und es sind immer dieselben Kommunikationsprozesse und ich habe nie das Gefühl, dass die, wie soll man sagen, es bewegt sich nicht mehr wirklich so weit oder so schnell darüber hinaus, wie ich mir das wünschen würde. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen doch den nächsten und den übernächsten Schritt auch noch irgendwie in den Blick kriegen. Das wäre das mit dem Blueprint, auf den wir ja hier heraus wollten. Das war ja, glaube ich, auch einer unserer Wünsche im MOOC. Dass man gesagt hat, ja, wir wollen nicht einfach das wiederholen, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, wir wollen schauen, dass wir noch ein paar Schritte weiterkommen. Aber im Grunde, glaube ich, sind wir immer wieder neu an dieselbe Stelle gefesselt. Immer neu brechen Leute auf, immer neu bekräftigt man sich gegenseitig, bildet eine euphorische Community, was alles wichtig und gut ist, und dann, ja, dann ist eine Lücke. Naja, aus dem ganzen Themenumfeld Enterprise 2.0, Enterprise 2.0, Enterprise Social Networks, haben wir ja eigentlich auch immer die Diskussion gehabt, dass man die Kultur ändern muss, dass man das Mindset ändern muss. Und da hat sich doch mittlerweile durchgesetzt, das kam, glaube ich, auch in der Woche vom Harald Schirmer eigentlich nochmal ein bisschen stärker heraus, dass man sagt, ja, es gibt einfach ein paar Dinge, wo man einfach das angehen muss und ändern muss. Und das sind einfach auch Themen, die sehr viel mit organisatorischen Rahmenbedingungen haben. Also jetzt Genau. nicht den großen Change da zu erwarten, die große Kulturänderung, weil das dauert seine Zeit, aber einfach Dinge zu ändern, die eben was mit der Arbeitswelt zu tun haben. Ob das jetzt das Thema Arbeitszeit ist, was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist Lernzeit, Arbeitszeit und Arbeitszeit, Lernzeit. Wie sieht es mit Vertrauensarbeitszeit aus? Wo kann man Natürlich, ja. lernen? Das Thema Arbeitsort, auch das Thema ja, Anerkennung, Co-Creation und solche Dinge einfach mal zu machen, die ändern eigentlich eher den Mindset und eher die Unternehmenskultur als eine große, wie soll man sagen, Überlegung, wie eine Kulturänderung realisiert werden kann. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch, dass in großen Unternehmen es einfach notwendig ist, eine Anknüpfung zu haben an die Unternehmensstrategie. Also wenn eine Unternehmensstrategie jetzt wenig über Lernen drinsteht, dann wird es sicher auch nicht in operativen Maßnahmen umgesetzt werden. Und das Thema lernende Organisation war ja so in den 80er, 90er Jahren mal hoch auf der Tagesordnung, dann ist es ein bisschen runtergefallen. Und so gesehen, denke ich, ist es auch mal richtig, nochmal zu schauen, ob man das nicht stärker tatsächlich auch in den Strategieaussagen des Unternehmens verankern kann. Aber wie gesagt, alleine das wird es aus meiner Sicht nicht sein. Ich denke, man muss es machen. Das nötigt natürlich diesen ganzen Change und diesen kulturellen Prozess, auch einen kulturellen Prozess anzustoßen. Aber das Problem ist halt, es muss dann etwas Konkretes passieren. Also wenn nur diese bekannte Change-Welle kommt und dann passiert nichts, im Grunde läuft alles notgedrungen in den alten Bahnen weiter, weil man im Grunde nicht weiß, was man als nächstes konkret zu tun hat, weil die realen Verhaltensänderungen ja eben nicht über das Mindset funktionieren, wie wir alle Bildschirmarbeiter immer neu quälend erleben, sondern über viele kleine Gewohnheiten, ne? Über Tiny Habits heißt das, gibt's so eine Verfahren, das sagt, ich verändere mein Verhalten nicht dadurch, dass ich sage, ich verändere alles. Das funktioniert am wenigsten. Das ist wie bei. Ich sage, nehme ab und das Resultat ist sozusagen null. Und dann das ist halt gefahren. Wenn ich diese große Change-Welle schon mal lostrete, dann muss auch was passieren. Wenn passiert, sind die Leute frustriert und dann haben wir denselben Fall, den wir schon früher mal immer wieder hatten, wo E-Learning auch, also wo es dann immer diesen Frustrationseffekt gibt, wo die Leute sagen, hey, das ist alles Gequatsche im Grunde, ne? Also schon wieder Martin, eine ermüdende Change-Welle. bei dir bricht der Ton ab und zu ab. Vielleicht schalte ich einfach mal vorüber, jetzt mal dein Bild aus. Okay. Dann haben wir vielleicht eine bessere Übertragung. Ich mach mal auf. Okay. Also ich mache mal da welchen Haken an Mindset dran. Also Ziel ist schon vielleicht nochmal jetzt neben der großen strategischen Überlegung ein paar, wie soll man sagen,
operative Maßnahmen oder kleine Schritte zu finden, die Ja. einfach auf dem Weg helfen, den Mindset eigentlich zu ändern. Was sind solche Arbeitsweisen? Was sind organisatorische Rituale, die man einfach ändern kann? Und dann wird es sicher auch funktionieren. Performance Support ist ein spannender Punkt. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf meiner Agenda. Gehört auch im Grunde jetzt zu dem schon besprochenen Umfeld aus meiner Sicht. Es geht auch um die Umpolung. Also Performance Support würde ja bedeuten, Lernen zuerst als Unterstützung der Arbeit zu betrachten. Also so wie Working Out Loud fließend in Learning Out Loud übergeht und wie Harald Schirmer und der Adidas Campus, also immer dieses Schlagwort des Working is Learning und Learning is Working. Wenn wir das vom Working aus betrachten, die Leute betrachten sich ja nicht als Lerner, die betrachten sich als Fachleute. Das ist das, was normale erwachsene Lerner immer tun. Ob berechtigt oder nicht, ist schon mal völlig dahingestellt. Das heißt, du musst die Leute im Grunde immer als Fachleute ansprechen und Fachleute sind Leute, die an einem Platz sitzen und halt ihr Zeug tun. Das ist die Performance quasi. Und jetzt kann ich sie dabei unterstützen. Da lernen sie natürlich, während sie das tun. Also der erste Lernprozess, die erste Schicht ist eine, die nennt niemand lernen. Das ist das, was ich verstärkt, indem ich es mache. Und wenn ich Dinge ein bisschen anders mache, verstärken sich andere Muster und dann komme ich irgendwann woanders hin. Die zweite Ebene nennt man, glaube ich, auch nicht lernen. Das ist, ich fließe sozusagen in einem Art Kontext, in einem sozialen Kontext von Kollegen mit oder von Communities of Practice, also von Leuten, die ähnliche Dinge tun wie ich. Da bin ich sozusagen Teil eines Flow, eines gemeinsamen Nachdenkens der Fachleute sozusagen. Das nenne ich auch nicht Lernen, ist aber extrem wichtig. Das ist das, was bei den Enterprise Social Networks immer ganz nach vorne gestellt wird. Das will man das erreichen, dass das passiert. Das will man unterstützen. Das nennen die Leute aber nicht Lernen. Ne? Also das wird ihnen schon klar, dass sie sagen, ja, eigentlich lerne ich so ganz viel. Aber es heißt nicht lernen. Und die dritte Ebene, das eigentliche Lernen, das sozusagen schmerzhaft ist, das sozusagen das Problem auf einmal vor Augen steht, das ist der Moment, wo ich sage, hey, eigentlich sollte ich X oder Y besser verstehen können. Ich habe aber aus dem normalen Workflow raus reicht es nicht, funktioniert nicht, habe ich keine Zeit, habe ich nicht die Energie, fehlen mir die Anregungen. Und dann müsste ich jetzt planen. Jetzt habe ich ein Lernprojekt. Jetzt sage ich, naja, wie komme ich da hin? Innerhalb von 4 Wochen, was könnte ich jetzt schaffen? Wie viel Zeit habe ich? Jetzt stellen sich all diese ungemütlichen Fragen. Da wäre jetzt auch eine professionelle Lernunterstützung nötig, die sozusagen unter die Überschrift Lernen gestellt wird und die andere war unter die Überschrift Arbeiten gestellt, was eben miteinander verschwimmt. Also diese drei Ebenen, glaube ich, wenn man die unterscheidet, dann ist man schon viel klarer, wenn man über Corporate, also mir jedenfalls ist es viel klarer geworden, während der letzten 2 Wochen dann des MOOC. Wenn man über Corporate Learning redet, wenn man das auf das verteilt, dann. Und wie siehst du da so die Umsetzung in den Unternehmen? Weil Lernen in allen drei Dimensionen, die du genannt hast, findet ja eigentlich täglich statt. Genau. Und es muss natürlich auch jemand geben, der das ein bisschen vorstrukturiert hat. Was ich Genau. in vielen Unternehmen jetzt beobachte, ist, dass die einfach sich überlegt haben, zum Beispiel auch solche Webcasts oder Webkonferenzen entsprechend zu nutzen, um dort einfach zu präsentieren, aber auch Feedback aus der Fläche zu bekommen. Was ich denke, was ein ungeheuer nützliches Werkzeug und Instrument ist, wenn man nicht nur eine Präsentation macht, sondern auch die Rückkopplung bekommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in einem Unternehmen eine Menge an operativen Themen, die man einfach abarbeiten muss. Weiß ich, man muss seine Reisekostenrechnung machen. Und wenn man solche Themen sich anschaut, dann stellt man halt fest, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss man, weiß ich was, ein halbstündiges Webinar sich anschauen oder ein WBT durchgehen. Und da habe ich eben häufig auch den Eindruck, dass dann eben die Mitarbeiter sagen, Mensch, eigentlich wollte ich eine Reisekostenabrechnung machen und nicht eine halbe Stunde irgendwie ein Webinar Ja. durchziehen oder ein WBT durcharbeiten. Also die Das hätten wäre da gern Performance Support, andere genau. Wege des Performance Supports. Genau. Also Performance Support würde im Idealfall eben so funktionieren wie in YouTube. Du stockst, du sagst, oh verdammt, wie geht das? Da fehlt mir irgendeine Information. Du besorgst sie auf dem schnellstmöglichen Weg. Ne? Du fragst entweder den Menschen, der neben dir sitzt, oder du schaust ins Handbuch früher, oder jetzt gehst du halt ins Internet und googelst das Ding und dann kommt irgendein Video und dann schaust du dir das vielversprechendste an in 3 Minuten und sagst, ah ja, super, jetzt weiß ich, wie das geht. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung, die der Mensch hat, der vor dieses Problem gestellt wird. Und die Aufgabe der Lernabteilung wäre jetzt praktisch diese Infrastruktur zu liefern, die es den Menschen ermöglicht, so schnell wie genau so spontan vorzugehen bei Dingen, die aus ihrer Sicht einen größeren Aufwand nicht lohnen. Ne?
Das wäre diese erste Ebene. Und du hast völlig recht, das passiert natürlich jetzt schon. Also das, was ich, diese drei Ebenen sind überhaupt nicht spezifisch für Internet und für digital. Das ist an jedem Arbeitsplatz so. Und genau das muss man sich ja klar machen. Wie lernen die Leute jetzt? Welche Haltung haben sie, wenn sie arbeiten und lernen jetzt schon? Und wie kann ich diese Haltung erweitern, verstärken, vielleicht auch in einem gewissen Ausmaß verschieben, indem ich ihnen jetzt mit Designentscheidungen, also mit Software, mit Vorschlägen von Prozessen, die mit Software unterstützt werden. Also sind jetzt meine Entscheidungen als Corporate Learning Stratege, ne? Das ist das Nächste. Und da sind wir eigentlich noch. Da gibt es natürlich viele Bausteine und der Harald Schirmer bei Continental ist sicher sehr weit vorne mit diesen Fragen. Ne? Also da kann man sicher im Moment am meisten lernen, wenn man dazu schaut. Wobei da auch eine Frage noch ziemlich offen ist, die aber für viele Unternehmen spannend ist, ist einfach jetzt die Werkzeuge, die eben sich weiterentwickeln, dynamisch sind, die aus der Cloud sind, die Evergreen sind. Wie geht man damit eigentlich um? Also ich denke, das ist sicher auch noch mittelfristig ein Thema, wo sich die Unternehmen mit beschäftigen müssen. Wie siehst du überhaupt so das ganze Thema E-Learning, digitales Lernen in den Unternehmen gerade? Ja, es ist recht, wie soll man sagen, recht gemischt. Es gibt ja verschiedene Wege zu E-Learning zu kommen. Also viele Firmen, mit denen ich immer im Rahmen auf der E-Learning Summit Tour spreche, wo halt die ganzen Praktiker sind mit ihren praktischen Notwendigkeiten, für die stellt sich die Frage gar nicht. Also da kommt E-Learning immer an den Stellen, wo es überhaupt gar keine Alternative gibt. Der sagt, mei, ich habe Leute in der ganzen Welt, wir haben ein neues Produkt, das Produkt ist kompliziert, ich muss es meinen Vertriebspartnern erklären, ich muss es den Leuten vor Ort da draußen erklären, wir müssen schauen, dass wir irgendwie auf dieselbe Plattform kommen, wir müssen es den Kunden erklären. Zunehmend haben wir auch die Aufgabe, die Kunden zu schulen, das ist aber gar nicht im Preis des Produkts inbegriffen, also bin ich jetzt eigentlich ein E-Learning-Dienstleister. Das sind jetzt praktisch ganz konkrete Zwänge, in denen so diese bekannten Hidden Champions halt zum Beispiel stehen, wenn sie international werden. Sowas gibt es natürlich auf der nationalen Ebene auch. So, und diese Leute haben gar keine andere Chance. Was ist die Alternative? Es gibt keine, ne? Also entweder funktioniert E-Learning oder es funktioniert nicht, aber du hast nicht die Wahl, was anderes zu tun. Du kannst nicht sagen, wir holen die alle in die Zentrale und schulen die 4 Wochen. Das funktioniert nicht, hat früher nicht funktioniert und ist natürlich komplett unbezahlbar. Also für die Leute ist es also sozusagen völlig klar, die müssen E-Learning machen, haben aber eigentlich keine Vorstellung, ob und wie es funktionieren wird. Also die wenigsten, mit denen ich rede, haben eine klare Idee davon. Also gibt es ganz klar geschäftliche Treiber. Was ich beim Thema E-Learning häufig noch beobachte, ist, dass es einfach auch gesehen wird als Möglichkeit, eben Kosten zu reduzieren, weil man eben weiß, wenn man die Leute irgendwo in die Zentrale holt oder in den Schulungsraum holt und eine Klassenraumschulung macht, dann ist das eine teure Sache und ist auch schwer zu skalieren. Klar, wenn man, weiß ich was, eine Pilotschulung macht und die tollen Trainer hat, dann funktioniert das. Wenn man dann aber das skalieren möchte und eine große Menge an Menschen schulen möchte, dann sinkt auf der einen Seite jetzt auch wahrscheinlich automatisch das Niveau des Trainers, weil es eben nicht mehr die Top-Leute sind. Und es ist natürlich ein zeitaufwendiger Prozess da drin, weil man kann das nur in Gruppen jeweils machen. Das dauert und das ist ein teurer Prozess. Und da wird eben häufig E-Learning als die einzige Möglichkeit auch gesehen, das in einem vernünftigen Rahmen zu machen. Also Kostengründe, Skalierungsthema ist ein Thema. Und da muss man vielleicht auch nochmal in das Thema ranschauen. Das Leid ist, Wobei ich ja. den Eindruck hatte, dass die meisten E-Learning-Initiativen, die ich bis jetzt kenne, gar nicht so sehr über die Ersetzung des herkömmlichen Trainings laufen, weil das sind ja dann eigene Strukturen, wenn sie sowas haben wie so eine Art Akademie oder Seminar. Das machen die auch noch, soweit ich das beurteilen kann, die meisten. Also, dass das jetzt wirklich das auswechselt, dass man sagt, hey, wir lassen die Seminare komplett sein, gibt's schon, ja, es existiert schon. Gibt einige Unternehmen, ja. Aber im Moment habe ich das Gefühl, es läuft noch alles nebeneinander her. Also es sind unterschiedliche Dynamiken. Ich denke mal, das wird passieren. Also ich bin sicher, dass das diesen zentralisierten Klassenzimmerschulungen wird es in einem gewissen Ausmaß an den Kragen gehen. Da bin ich sicher. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir schon breitenmäßig so weit sind. Naja, und ein weiteres Argument natürlich ist auch, dass man jetzt gerade in solchen E-Learning-Umfeldern durchaus große Mengen Content zu günstigen Preisen einkaufen kann. Und dann hat man zumindest mal sein Gewissen in Anführungsstrichen erleichtert, weil man Ja. sagt, wir bieten ja alles Unternehmen, weil wir haben eine komplette Suite von XYZ eingebaut und da ist, weiß ich was, vom Teammanagement bis zu Excel ist da alles drin und Hammer. Ja, das ist aber mehr so eine Pflichtübungsgeschichte, ne? Also wir haben es Ja, abgedeckt, wir sind nicht schuld. Wenn jetzt nicht gelernt wird, dann hat jemand anders ein Problem. Ich genau. bin es nicht, ne? Okay, Ja. okay. Ja. Gut, eine spannende Diskussion.
ging um Enterprise Social Networks. Da war ja die Frage, braucht man ein LMS noch oder kann man nicht auf ein Enterprise Social Network umsteigen? Was passiert mit Firmen, die noch gar kein Enterprise Social Network haben, noch kein LMS? Was ist der richtige Einstieg? Und da gab es ja eine Menge an Argumenten, die eigentlich dafür gesprochen haben, sich einfach auch mal die Möglichkeit von einem Enterprise Social Network anzuschauen, weil viele Features, die heute auch Learning Management Systeme, wenn sie neuere sind, bieten, wie Blogs, wie Communities, wie Wikis, wie Profilseiten, findet man natürlich auch im Enterprise Social Network. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, das in vielen Unternehmen diskutiert wird, dass man eine große Plattform dann eben ausrollt. Auf der anderen Seite möchte man dann unter Umständen auch vermeiden, dass man einen Bruch hat zwischen der ja, Lernwelt und der Arbeitswelt. Also warum soll man nicht dort, wo man einfach auch arbeitet, auch die Möglichkeit zu lernen haben? Eine große Einschränkung wurde deutlich, nämlich immer wenn es darum geht, nachzuweisen, dass Menschen bestimmte Themen abgearbeitet haben, ist es eher ein Feature, das man bei einem LMS sucht, mit den ganzen Tracking-Funktionalitäten und weniger bei einem Enterprise Social Network. Aber sonst war ja doch eine große Begeisterung für Enterprise Social Networks da. Jetzt ist es ein Thema, wo wir uns ja schon seit, ja, die Bewegung ging ja so, ich glaube 2006 eigentlich los mit den Ja, ersten genau. Artikeln vom Andrew McAfee damals beschäftigen. Und wir wissen ja, dass Enterprise Social Networks etwas ist, was man auch nicht über Nacht einführt und auch ein Thema, das eine lange Geschichte eigentlich braucht. Also das ist auch mal eine Frage, wie siehst du nochmal das Verhältnis von einem Enterprise Social Network zu Lernen und überhaupt auch zur Implementierung im Unternehmen? Ja, ich hatte den Eindruck in der Diskussion, die jetzt unsere Leute auf unserer Plattform jetzt führen, ist jedem sozusagen spontan klar, wir brauchen Enterprise Social Networks. Natürlich muss Arbeit so gespiegelt und organisiert werden. Das mag uns jetzt persönlich so einigermaßen klar sein, aber dann ist eben der Riesenweg völlig offen, wie man da hinkommt. Das ist ja nicht so, dass man das einfach einführen muss. Was du schon angesprochen hast, war eben auch der Punkt, wo Lernen von Arbeiten sozusagen gezielt unterschieden ist, weil es einfach andere Prozesse sind, weil es andere Logiken sind, wenn ich also Pflichtkurse habe, wenn ich Teilnehmerverwaltung habe, also diese ganzen administrativen Geschichten, dafür habe ich ja eine Lernplattform. Es ist eigentlich eine Kursorganisationsplattform. Also ein LMS ist ja in Wirklichkeit, wenn man es genau anschaut, in erster Linie deswegen da, um diese Sachen administrativ zu managen. Was du beschrieben hast, die Learning Management Systeme, die sozusagen Elemente von Enterprise Social Networks aufnehmen, das ist ja eigentlich eine Missgeburt, ne? Da werden ja zwei Sachen zusammengepresst, die nicht zusammengehören. Da wird die Lernadministration, die mich sozusagen als Lerner irgendwie, die mir eine bestimmte Rolle zuweist, wo es um Prüfungen geht, auch um Teilnahme, Nachweise und so weiter geht. Das wird gemischt mit meinem spontanen Lernprozess. Das ist falsch, würde ich sagen. Das sollte man nicht tun. Man sollte alles das, was organisches, persönliches, sozusagen intrinsisches Lernen ist, sollte man möglichst aus der Lernplattform raushalten und woanders hin tun. Und jetzt ist es halt die Frage, wo tut man es hin? Und natürlich würde man idealerweise, wie jetzt bei Conti, die ja ein sehr elaboriertes ESN haben, oder Bosch, wo mit denen wir ja zu tun hatten, da ist jetzt die Idee ja zu sagen, wir stellen die gesamte Arbeitsplattform im Grunde auf ein Enterprise Social Network um. Also wir interpretieren das ganze Unternehmen im Grunde als ein soziales Netzwerk und das bildet sich dann ab, soweit die Leute halt faktisch im Internet sind. Das schließt ja dann die Leute in den Industriehallen dann oft aus. Aber zumindest die Büromenschen sind dann Teil dieses Netzwerks und arbeiten miteinander und lernen dort auch miteinander. So, das wäre jetzt immer so die Idealvorstellung. Aber das funktioniert natürlich nicht dadurch, dass man sagt, jetzt führen wir Enterprise Social Network ein. Also sozusagen, jetzt haben wir dann SharePoint in der neuesten Version und dann geht's auf. Das ist ein riesen Prozess. Und das ist sehr fundamental strategisch. Wenn das von der Geschäftsführung sozusagen ausgelöst wird, wie bei Bosch, also wo jemand sagt, wir müssen das tun. Wir sind weg, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht agil werden und das geht nur so. Dann hast du natürlich eine völlig andere Situation. Aber der normale Lernstratege, der hat es ja mit Lernen zu tun. Der kann ja jetzt ja nicht sagen, wir machen einen riesen Kurswechsel des Gesamtunternehmens. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, wenn man so sich
Projekte anschaut, Erfahrungsberichte von Unternehmen, die E-Learning realisiert haben, insbesondere in Form von Lernmanagement-Systemen, dass die eben typischerweise, wenn man so den zeitlichen Ablauf sieht, einfach mal im ersten Jahr versucht haben, irgendwo eine technische Plattform hinzubekommen, Ja. eine Anbieterauswahl gemacht Ja. haben, eine Pilotstellung gemacht haben, Ja. eine Einführung gemacht haben, dann auf der Plattform Content erstellt haben, dann waren häufig 1,5, 2 Jahre schon mal Ja. rum, ohne dass man irgendwo Genau. gestartet ist und Genau. Unternehmen, das bereits ein Enterprise Social Network hat, ich glaube, das muss ich einfach mal verdeutlichen, hat eben Möglichkeit, sofort zu reagieren. Da erreicht man dann eben jeden Mitarbeiter, der eben an so einer Plattform mitwirkt. Und das ist natürlich in vielen Unternehmen, die das eingeführt haben, eine große Anzahl von Mitarbeitern. Und ich glaube, das ist eine Chance, eine Opportunität, die viele Menschen im Bereich Weiterbildung noch gar nicht so richtig auf dem Radar haben. Ich bin völlig überzeugt, dass das stimmt. Also ich bin der Meinung, dass das wahr ist, dass es nicht anders geht. Ich denke nur, dass die Schritte dahin zu kommen halt wieder ziemlich unklar sind. Ja. Also auch Also das die, Thema. da wäre es natürlich schön, wenn man wenn man die erfolgreichen Beispiele dokumentieren könnte, wenn man genau beschreibt, wo auch die Probleme liegen, die Hürden, was man alles bedenken müsste, um das Schritt für Schritt einzuführen. Das ist wieder dieser mühsame Prozess, den wir oben schon hatten. Darum geht es eigentlich. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass du einen Schalter umlegst und sagst, jetzt sind wir beim Enterprise Social Networks und jetzt schreiben die Leute keine Mails mehr und warten nicht mehr auf Kurse. Das ist nicht so. Ganz abgesehen davon, dass auch die Einführung von so einem Enterprise Social Network natürlich auch für Unternehmen selber eine Herausforderung ist. Klar, Einerseits klar. von der Technologie, die sich ja in den letzten 10 Jahren durchaus dynamisch weiterentwickelt hat. Also die großen Players sind ja, glaube ich, erst seit 4, 5 Jahren auf dem Stand, dass man sie wirklich flächendeckend einführen kann. Vorher Ja, war das ein Thema genau. für Spezialisten. Also wenn ich so zurückdenke, so an das Jahr 2006, wo es vor allem Wiki-basierte Plattformen war, wo man diskutiert haben, kann man Mitarbeiter oder Führungskräften zutrauen, auf der Tastatur eckige Klammern zu finden, damit sie in Wiki-Word definiert werden. Ja. Dass die Entwicklung nicht abgeschlossen ist, sieht man ja jetzt auch in diesen ganzen Cloud-Anwendungen, diese Evergreen-Anwendungen, dem PMS Office 365, wo ja viel, viel Technologie noch Das kommt, viel ist bedienungsfreundlicher ja. ist, aber auch von der Interoperabilität der einzelnen Werkzeuge eine durchaus eine Herausforderung ist. Und was dahinter eigentlich immer steckt, ist nicht nur die Technologie, sondern eben, wie arbeitet man denn eigentlich auch auf solchen Plattformen? Also auch das Thema anders arbeiten wird ja in vielen Unternehmen nach wie vor noch zu einer großen Herausforderung, wo man einfach Erfahrungen sammeln muss. Und da wird sich sicher auch irgendwann mal das Thema hoffentlich anders lernen in die Schlange mit einordnen von Themen, die man abarbeiten muss. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass tatsächlich die Umstellung auf Office 365, also wo jetzt ja wirklich sozusagen die Leute mehr oder weniger erzwungenermaßen in die Cloud geschoben werden, ob sie jetzt strategisch bereit sind oder nicht, mit den ganzen Tools, die im Grunde dann auch zur Verfügung stehen, für Cloud-Lernen auch. Das könnte man eventuell benutzen, dass du sagst, lass es uns nicht einfach nur als Mindset und Kulturwandel und großen Umbruch der Lernkultur betrachten, lass es uns einfach als eine Art Software-Einführung betrachten. Sobald Leute auf Office 365 sind, haben wir im Grunde schon sehr viele dieser Möglichkeiten. Im Grunde sind wir dann schon auf dem halben Weg zum Social Network. Lass uns das verstärken und lass uns lernen, gezielt über diese Technologien und über diese neuen Software-Dinger laufen. Das mag, könnte ich mir gut vorstellen, dass es in bestimmten Situationen der richtige Weg ist. Also viel professioneller werden, was Office 365 angehen und die Schwierigkeiten, von denen du gesprochen hast, weil das ja auch furchtbar komplizierte Mischung aus Tools ist. Das muss man irgendwie wieder einfach machen in irgendeiner Form. Okay. Das wäre eine Chance, das ist ein Hebel. Okay. Machen wir weiter mit Methoden Ich und glaube, der Simon Mindset. macht doch das auch. Ja. Ja. Wird sicher noch kommen. Ja, stimmt. Also Methoden und Mindset ist ja erstaunlich, auch wieder die Diskussion zu verfolgen und auch die Bereitschaft der MOOC-Teilnehmer zu folgen, sich um Methoden und Werkzeuge zu kümmern. Also angefangen bei Twitter, der MOOC selber war ja so ein Thema, wo viele gesagt haben, sie wollen Erfahrung sammeln. Methoden stehen immer wieder im Vordergrund, wie was man vorher besprochen hat, Personas oder Working Out Loud, Barcamp, Reverse Mentoring, die Arbeit in so einem Kommentarsystem wie Discuss ist so ein Thema, Enterprise Social Network. Also die Bereitschaft,
ist, denke ich, sehr hoch, Methoden und Werkzeuge sich anzuschauen. Und für mich stellt sich dann immer die Frage, ja, das ist gut, haben wir auch erlebt in vielen Methoden des agilen Arbeitens, aber wenn man die dann in die betriebliche Realität umsetzt, kommt eben wieder das Thema Mindset. Also eine Methode ist wahrscheinlich weder gut noch schlecht, sondern ist einfach mal eine Methode. Aber was passiert dann, wenn man es im betrieblichen Umfeld ansetzt? Und da kommen eben wieder die Themen, wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Da gab es ein paar Themen, die durchaus, wie soll man sagen, so motivationaler Charakter war, dass man sagt, okay, Neugierde ist wichtig. Der Mutanfall war für mich so ein Thema. Aber ich denke, auch diesen Mindset muss man irgendwo unterstützen, in die Bahnen leiten, entsprechend fördern. Und klar, es gibt Methoden, wo schon so das einfach mal ausprobieren, das einfache Machen eigentlich dahinter steckt. Aber so die Verbindung Methoden und Mindset ist ein Thema, was mich in den folgenden Wochen interessiert und wo ich darauf achten möchte, ein bisschen, wie geht man das eigentlich an, dass man eben wirklich mit diesen Werkzeugen entsprechend arbeiten kann. Ja, genau. Das war. Ja, das ist das ungelöste Problem, das wir jetzt die ganze Zeit schon umkreisen. Also ich glaube, dass die Bereitschaft der Leute im Kopf, also sozusagen anders zu denken, dass man dann, also ich habe schon das Gefühl, dass sich was geändert hat in den letzten 2, 3 Jahren. Also man rennt sozusagen an Stellen offene Türen ein, wo das früher einfach nicht der Fall war. Also die Idee, dass sich so ein Umschwung vollzieht und dass man irgendwie schon auch irgendwie Teil davon sein sollte, haben zumindest sehr viel mehr Leute als früher. Und jetzt hat man auf der anderen Seite diese Riesenmenge von Tools, Methoden, die völlig unübersichtlich sind, die eben, wie wir bei der Person festgestellt haben, auch wahrscheinlich nicht genau genug definiert sind. Oder irgendjemand hat sie natürlich genau definiert, aber niemand findet das auf die Schnelle. Ne? Also google mal nach Personas, also du kriegst halt alles mögliche Zeug. Also man müsste halt ja sofort eine vernünftige, realistische Beschreibung kriegen, was kann ich tun. Das finde ich nicht auf Anhieb. Da Also gibt es eine ja auch kein Handbuch Systematisierung wäre drüber. schon mal gut der Interessant wäre, stell dir Methoden, vor, es gäbe. Das fände ich gut. Also wenn sowas wie Persona Light irgendwo einen Kommentar mal geschrieben, weil es jemand gefragt hat, habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch gut, wenn es eine Persona Light Methode gäbe, die beschreiben, wo man sagt, das lohnt sich auf jeden Fall, da investierst du nicht so viel, du kannst das und das an Erkenntnissen erwarten, aber nicht mehr. Und dann gibt es Persona Medium, da mache ich mehr Arbeit und dann gibt es halt eine Hardcore-mäßige User-Forschung und die ist dann sozusagen, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, serious. Genau. Und dasselbe für andere Methoden. Auch für Tools, was da dran hängt. Slack oder irgend sowas. Ne? Du kannst sagen, wir führen Slack ein. Du hast auf einmal irre Möglichkeiten. Die hatten wir früher nicht. Aber das verwirrt halt. Es sind viele Möglichkeiten. Du musst über jeder Holzweg, den du jetzt gehst, behindert dich in der Zukunft. Ne? Also dann schichtest du Slack da drauf. Dann gibt es noch ein Tool, das sowas Ähnliches tut wie Yammer im Rahmen von Office 365 und die anderen vernetzen sich über WhatsApp oder über weiß der Geier was. Also du hast dann auf einmal 1000 multiplizierte Sachen und überhaupt nichts konsolidiert. Ne? Also das sind lauter Probleme, die man wahrscheinlich auch als Probleme beschreiben müsste. Ne? Auch das haben wir ja noch nicht systematisch getan. Wenn wir jetzt 10 Probleme listen könnten, die da auftreten, dann wären wir ja auch schon einen kleinen Schritt weiter. Meine, das ist ein Thema sicher noch, Und dann was man in halt der versuchen, zweiten das zu Halbzeit, bearbeiten. ja, was man in der zweiten Halbzeit durchaus mal anschauen kann. Eine stärkere Systematisierung der Methoden. Ich glaube, da hat ja auch jemand schon mal angefangen, ein Bild zu zeichnen, welche Methoden anstehen und dann vielleicht auch nochmal zu sagen, wie können Ausprägungen der Methoden aussehen und für was sind die Methoden eigentlich gut, also welche Probleme lösen sie, wie sind die im Lernprozess einsortiert und wenn man dann nochmal so ein paar Rahmenbedingungen beschreibt, wie im Mindset, ich denke, dann haben wir einen großen Block geschafft. Okay, gut. Auch ein paar Don'ts Ja, sozusagen. Also ja. was wäre voreilig oder wo muss man sich überlegen, nicht zu spontan einfach reinzuhüpfen. So, ne? Da gibt es ja sicher ein paar Punkte, an denen man einfach eben Verdoppelung zum Beispiel von Tools, was jetzt gerade ein Thema war. Also da gäbe es ein paar Dinge, die man auch benennen könnte, glaube ich, wo man sagt, naja, erfahrungsgemäß, da sollte man aufpassen oder zweimal überlegen oder grundsätzlich ansetzen oder solche Dinge. Okay, dann letztes Thema, was wir besprechen wollen heute, ist die Akteure und ihre Agenda. Auch mit dem Blickwinkel drauf kann man das nicht in kleinere Bausteine eigentlich runterbrechen, um den Weg, oder
Richtung Corporate Learning 2025 zu strukturieren. Ja. Und wenn man so die Akteure eigentlich angeht, ist es ja so das ganze Thema der Menschen, die im Bereich betriebliche Bildung arbeiten oder betriebliche Weiterbildung arbeiten. Eine zweite Gruppe von Akteuren sind immer wieder die Führungskräfte, die angesprochen werden. Und der dritte Block sind natürlich die Mitarbeitenden selber, wo ja immer sehr schnell die Aussage kommt, die müssen mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Und wenn man so die Ausgangssituation anschaut, dann ist es eben so im Bereich betrieblichen Bildung sind es eben häufig Aufgaben, die was zu tun haben mit Administration, mit Verwaltung oder nur eine begrenzte Zuständigkeit, zum Beispiel über eine Zuständigkeit nur für bereichsübergreifende Lernthemen oder manche Weiterbildungsabteilungen, die dürfen erst arbeiten, wenn ein Auftrag von irgendjemand da ist, etwas gezielt zu machen. Und das ist natürlich ein Thema, wo man dann durchaus auch mal überlegen kann, wie kann man denn solche Themen anders anpacken? Also was gibt es dort für Aufgabenstellungen, für Rollen, für neue Rollen, die dort implementiert werden können? Ich denke, da gibt es sicher noch mal ein paar Themen, die wir uns anschauen können und vielleicht kriegen wir da auch noch Beispiele dazu. Also ob das jetzt Lernkampagnen sind, ob das Thema Kuratieren von Content auf der Tagesordnung steht, flexible Ressourcen ermöglichen, Lernbegleiter, das sind alles so Themen, die dort reinpassen. Bei Führungskräften ist einfach noch klassisch das Modell da. Wenn man sagt, wie seid ihr verantwortlich für das Lernen eurer Mitarbeiter, hört man eben häufig, ja, wir machen einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch und dort legen wir fest, was die Lernziele sind und dann schauen wir nach einem Jahr wieder das an. Ein Haken dran, das ist gut, das ist Management 1.0, aber gibt es nicht noch andere Themen, die eine wichtige Rolle spielen, wie man das Lernen fördern kann? Also wie kann eine Führungskraft eben zum Beispiel gerade das Zusammenarbeiten, das Kollaborieren, das Problemlösen erleichtern? Wie kann eine Führungskraft überhaupt die Entwicklung von Mitarbeitern entsprechend steuern, auch mit unternehmensweiter Verantwortung? Und wie kann man auch ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Lernen ein spannendes Thema ist? Ich war neulich in einem Unternehmen, wo dann auch mir erzählt wurden, ja, wir haben Mitarbeitergespräche und sonst machen wir nichts für wenig fürs Lernen. Die Weiterbildungsabteilung ist dafür verantwortlich. Und dann muss die Führungskraft aus dem Meetingraum rausgehen, weil sie gesagt, wir machen jede Woche am Freitag ein Stand-up, wo wir aktuelle Entwicklungen im Unternehmen vorstellen. Jeder, der interessiert ist, kann kommen, kann zuhören. Und da habe ich gesagt, möchte ich mal sehen. Ja, und da wurde dann eben nicht nur von der Führungskraft was vorgestellt, sondern die haben eben die Mitarbeiter, die bestimmte Dinge gemacht haben, eben eingebunden. Die durften das selber präsentieren, haben Feedback bekommen. Das Team hat geklatscht. Also für mich war das einfach auch ein Lernevent und auch mit einer Anerkennung. Also solche Sachen müssen wir, glaube ich, mehr nochmal auch in den Mittelpunkt stellen, dass es durchaus heute Methoden gibt, die was mit Lernen zu tun haben. Das vielleicht vor oben auch mit einer Dreiteilung im Performance-Tool, wo man noch gar nichts unter dem Lernen sieht. Und die dritte Gruppe sind die Mitarbeiter selber. Und da gab es ja auch eine Diskussion, hat man überhaupt Mitarbeiter, die in anderer Form lernen können oder sind die eben durch dieses Klassenraumlernen, das man eben von der Schule, von der Universität kennt, nicht so versaut, dass die gar nicht anders lernen können. Also was kann man denn in diese Richtung machen? Das sind so die drei Bereiche, wo man sich sicher nochmal genau anschauen kann. Ja, ich sehe jetzt zwei Punkte eigentlich, die auch in den Diskussionen in den Kommentaren vorkamen. Das eine ist, das ist ja Stakeholder-Analyse faktisch. Und wir müssen uns ja überlegen, erstmal, wie definieren die jeweils einzelnen Stakeholder ihren ganz persönlichen Erfolg? Also woran messen die es, dass irgendwas gut gelaufen ist und warum fühlen sie sich glücklich, wenn es gut gelaufen ist? Oder sie fühlen sich zumindest nicht unglücklich, wenn sie einfach nur das Ziel haben, Unglück zu verhindern. Das kann ich mir für den Manager überlegen. Also was muss der Manager machen, damit er dann gut dasteht? Das ist das, was ihn interessiert in letzter Konsequenz. Das ist das, was das Verhalten steuert. Das ist nicht das Mindset, sondern der Erfolg. Und der Erfolg ist so und so definiert in einem Unternehmen. Teils ist er offiziell definiert, teils ist er inoffiziell, unterschwellig definiert. Was gilt für den Lernenden selber, ne? Also wenn ich weiß, ich bin in einer ungemütlichen Situation, es ändern sich viele Dinge, die Leute kommen ständig mit Zumutungen auf mich zu, dann wie lerne ich dann, ne? Und wie viel will ich lernen und wie weit lerne ich? Dann bis zu einem gewissen Grad entledige ich mich dieser Zumutung, indem ich einfach das tue, was sie von mir verlangen. Dann sage ich, okay, gib mir klare Vorschriften, ich hake das ab und dann lasst mich bitte in Ruhe. Das ist dann aber ein Erfolg aus der Sicht des Lernenden. Was wir uns ja aber immer vorstellen, sind ja die reifen Mitarbeiter, die gar nicht unterscheiden zwischen Arbeiten und Lernen, die
die Mission der gesamten Unternehmens sich voll internalisiert haben, gesagt haben, also sozusagen, ich bin Siemens oder was immer die ganz konkrete Stelle ist, an der ich arbeite. Und denen sich quasi die Lernbedürfnisse ganz organisch aus der Arbeit ergeben. Da müsste ja jeder, der arbeitet, selber wissen, was er lernen muss. Ne? Also wir würden uns dann so austauschen, wie du es gerade beschrieben hast, in so Stand-up-Meetings. Da würde ein Team, kann auch ein großes Team sein, mit einem großen Wir, gehen her und sagen, was sind unsere Herausforderungen in 3 Monaten, in 6 Monaten, in einem Jahr und was müssen wir können, um denen zu begegnen. Und dann würde jeder wissen, verdammt, ich glaube, hier und da habe ich noch Verbesserungsbedarf, ich sollte mal schauen, dass ich da was mache. So stellt man sich jetzt organisches Lernen vor, aber so ist es ja nicht im realen Betrieb. Und da sind wir wieder bei dieser Mindset-Geschichte, ne? Also man kann das jetzt einfach deklarieren, dass man das haben will, oder man kann Organisationen so, neue Arbeitsorganisation ist ein Riesenthema und faktisch hat es damit zu tun. Also in Wirklichkeit organisierst du die Arbeit um, wenn du das Lernen umorganisierst. In letzter Konsequenz, wenn du es ernst machst. Wenn du es nicht ernst machst, dann hast du all diese Larifari-Mischungen, diese Dinge, wo Rhetorik und Praxis auseinanderfallen, dann hast du all diese Probleme. Das muss man sich klar machen. Ich finde, es ist ja schwierig. Ne? Also ich habe jetzt ja keine Patentlösung dafür. Aber dafür machen wir ja jetzt zum Beispiel den Mookathon, dass wir Genau, da genau. irgendwie einen Weg durch diesen Dschungel finden. Okay. Ja gut, was heißt das jetzt alles, was wir besprochen haben für den Blueprint, der am Ende erstellt werden soll? Also Ja. ich habe jetzt nochmal mitgenommen, dass doch der MOOC eine Menge an Themen angerissen hat, die man vielleicht nochmal ein bisschen stärker versuchen sollte zu systematisieren, zu beschreiben und auf der anderen Ja. Seite einzusortieren, dass man dann aber auch sehr schnell Beispiele braucht, wie man sowas umsetzen kann und zwar jetzt nicht global galaktisch, sondern wirklich kleine operative Schritte, Bausteine, die dann eben jeder selber kombinieren kann. Also es wird so nach der Halbzeit meine Sicht, was dann in dem Blueprint drinstehen sollte. Ich weiß nicht, wie Ja. deine Sicht darauf ist. Also ich meine, wenn wir jetzt vorausschauen, dann wird es ja in gewisser Hinsicht wieder so sein, dass jede neue Firma natürlich wieder von neuem sozusagen ihr eigenes Bild entwickelt und entwickeln muss. Das heißt, wir werden immer sozusagen sehr stark wieder über diese allgemeinen Sachen reden. Das ist auch gut. Also ich finde, was ich extrem spannend finde, ist immer neue Firmen kennenzulernen mit ganz neuen Konstellationen. Das ist ja immer ein bisschen anders sozusagen an jeder Stelle, wo du hinschaust. Das ist ja auch ein großer Teil für mich jetzt des Lerneffekts von dem MOOC, diese Vielfalt zu sehen. Aber dann hat man 2, 3 Tage damit verbracht, quasi dieses Grundding wiederherzustellen. Dann bleibt nur arg viel übrig für die Präzisierung. Ne? Also die Frage wäre, schaffen wir es, so eine Art abstrakte Beschreibung dieser Fälle miteinander zu erzeugen, Schritt für Schritt, wo wir sagen, ah ja, kommt die neue Firma X und das ist der Fall, die hat jetzt ähnliche Probleme, aber da liegt der Schwerpunkt mehr hier. Also, dass man so eine Art Raster hat, mit dem man diese Fälle vergleichen kann. Und dann könnte man auch die einzelnen Punkte, die neuralgischen Punkte besser identifizieren. Dann kann man sagen, weiß der Teufel, Otto Bock hat es mehr mit diesem Problem zu tun und Merck und eine andere Firma hat es eher mit jenem zu tun oder in einer bestimmten Mischung. Dann hätten wir so eine Art Kasuistik quasi, die eine systematische. Und dann könnten wir vertiefen. Dann können wir sagen, okay, und was sind jetzt die richtigen Tools oder was ist in eurem ganz persönlichen, nicht persönlichen, in eurem unternehmerischen Prozess, wenn ihr von da reinschlittert mit diesen Problemen, die ihr lösen wollt, was sind dann die nächsten Schritte? Ne? Das ist ja unterschiedlich, ob ich es von oben nach unten mache oder eben E-Learning sich sozusagen aus den Frontherausforderungen heraus entwickelt, zum Beispiel. Das sind ja 2 völlig verschiedene Entwicklungsrichtungen und so weiter. Dass man dann so eine Art diese Fälle genauer kennenlernt, wie ein Arzt, der einfach irgendwann genauer weiß, welche Fälle es alle geben kann. Viele verschiedene. Und dann hättest du verschiedene Diagnosen und verschiedene Therapien zur Verfügung. Okay, ich meine, das war ja auch der Versuch, dass wir zur Halbzeit mal ein paar Themen einfach beschreiben, die für uns spannend sind. Das heißt ja nicht, dass sie für die große Gruppe jetzt auch der MOOC-Teilnehmenden spannend Ja. sind. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das Gespräch öffentlich und ich denke, was sinnvoll wäre, was uns auch freuen würde, ist, wenn wir vielleicht ein Feedback bekommen würden zu den einzelnen Themen, die wir genannt haben. Vielleicht auch andere Meinungen, aber durchaus vielleicht auch nochmal andere Schwerpunkte genannt bekommen. Vielleicht haben wir jetzt irgendwo in eine bestimmte Ecke reingeschaut, weil es eben unsere Fachgebiete
fachlichen Vorlieben sind. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ganz andere Schwerpunkte, dass man die dann vielleicht auch einfach mal in den Kommentaren aufnimmt und entsprechend diskutiert. Und dann müssen wir uns natürlich sowieso jetzt nochmal die nächsten 4 Wochen intensiv mitdiskutieren, mitarbeiten und dann entsprechend auch den Hackathon-Prozess vorbereiten. Und das sollte dann alles entsprechend auch fachlicher Input in den Hackathon-Prozess sein. Vielleicht kann man auch noch den ein oder anderen Review einfügen, vielleicht auch mal formal noch eine Befragung nehmen. Also was mich immer noch interessieren würde, wäre so eine Reifegrad-Einschätzung der Teilnehmenden. Das muss man nochmal schauen. Und dann haben wir, denke ich, eine gute Basis, die wir dann eben entsprechend auch Richtung ein Blueprint verarbeiten können. Okay, also wir wollten das heute öffentlich machen. Wir freuen uns auf Feedback zu den Themen, durchaus auf andere Meinungen. Also man braucht nicht alles immer konsensorientiert diskutieren. Ich glaube, gerade von unterschiedlichen Meinungen lernt man eigentlich am meisten. Und wenn man dann einfach auch das Nachdenken, die Diskussion angeregt haben oder einfach auch vielleicht nochmal das ein oder andere Feedback einfangen können nach der Woche, wo man ein bisschen ein Review machen kann, dann wäre das eine tolle Sache. Gut, Ja. vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns dann auf weitere Diskussionen in den Kommentaren oder dann eben auch in den kommenden Wochen. Prima, Ja, bin Dankeschön. gespannt, was die Leute selber für sich so an Problemen erkennen können. Das würde ich gern lesen in den Kommentaren.